Willkommen, Leute. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen. Heute werfen wir mal einen Blick auf meine drei ältesten Spiele, die ich so da habe. Der ein oder andere hat es bestimmt schon gesehen. Ich hatte mal was zu Warta geschickt, hatte dort was bewerten lassen. Und ja, von daher der Gedanke, was sind so die ältesten Spiele, die man so zu Hause hat, gesammelt hat. Vielleicht hat man da auch schon das ein oder andere Spiel bewerten lassen von Warta oder VGA oder Pixel, wo auch immer. Wir gucken uns heute mal meine drei ältesten Spiele an. Und am Ende, ja, werde ich noch jemanden nominieren, der dann ebenfalls seine drei ältesten Spiele mal kurz vorstellen soll. Die Kenner unter euch werden bestimmt im Hintergrund schon sehen, um welche Spiele es sich heute drehen wird. Es geht um Final Fantasy, Leute. Ich gebe euch ein kleines bisschen Input mit dazu, dass wir vielleicht auch mal so ein Stück weit die Hintergrundgeschichte beleuchten, was es mit dem Unternehmen so auf sich hat. Hab mir dazu ein paar Notizen gemacht. Ich hoffe, es wird nie allzu trocken. Ich packe euch da immer ein bisschen Gameplay in den Hintergrund und solche Sachen. Ja, Leute. Final Fantasy, diejenigen, die es erkannt haben und die sich da so ein kleines bisschen auskennen, entstand in Japan drüben. Und zwar war es da nicht Square Enix, sondern die Firma hieß erst Square und wurde erst 2006 tatsächlich zu Square Enix. Die haben mittlerweile 16 Titel und hat sich bis jetzt auf zahlreiche Plattformen etabliert. Ich wüsste eigentlich jetzt keine Plattform, wo man Final Fantasy nicht spielen könnte. Es geht um Taktik-Rollenspiele, MMORPGs, Handyspiele. Es sind drei Anime-Produktionen rausgekommen und drei Animationsfilme. Bisher verkauft wurden 180 Millionen Einheiten der Marke Final Fantasy. Es ist hier ein Stand vom 11. Juli 2023, also ich denke mittlerweile sind es sogar noch mehr als 180 Millionen. Zur Entstehung ganz kurz, das heißt ganz kurz, ich habe ein bisschen was rausgesucht gehabt. Wenn euch das jetzt nie ganz so interessiert, könnt ihr auch unten ein bisschen rumskippen. Ich habe es euch wieder aufgeteilt in einzelne Kapitel. Ihr müsst wissen, dass sich die Square im Jahre 1986 zusammengeschlossen haben, die Entwickler. Und haben da so ihr kleines Studio aufgebaut, haben bisher nie ganz so viel verkauft, waren nie ganz so glücklich quasi mit den Zahlen, bis dann der Hauptentwickler, der damals mit eingestiegen ist, der Hironobu Sakaguchi, sich ein Beispiel gesucht hat an Dragon Quest. Das wurde quasi vor Final Fantasy entwickelt von einem anderen Entwicklerstudio von Enix und hat sich das Game als Vorbild genommen, hat gesagt, hier muss sich unbedingt was Größeres draus machen, hat sich das ganze Konzept angeguckt und hat daraus Final Fantasy entwickelt. Der Hironobu Sakaguchi wurde am 25.11.1962 geboren, ist noch am Leben, so wie ich das Stand heute rausgefunden habe. Ja, und wurde direkt mit der Gründung von Square im 1986 zum Director of Planning and Development ernannt. 1991 wurde er Executive Vice President und seit seinem Einstieg führt er die Entwicklungsabteilung. Relativ erfolgreich, muss man ja direkt sagen. Ich habe noch zum Fun Fact was gefunden. Im Spiegel Online, die hatten mal einen Artikel im März 2012, wurde er sogar der Pixel-Magier genannt. Also quasi ein Genie, was die Pixel-Entwicklung angeht. Damals war halt alles nur verpixelt, man hatte ja keine 3D-Grafik gehabt. Ja. Die Entwickler haben sich dann komplett auf Final Fantasy fokussiert. Kann man sagen. Es wurde auch gemunkelt, dass der Titel Final Fantasy eigentlich so die finale Hoffnung des Studios war.
zu sagen, wenn das nichts wird, dann müssen wir zumachen. Deswegen die finale Fantasie, das Game erfolgreich zu machen, an den Mann zu bringen, hohe Verkaufszahlen zu erzielen und ja. Wurde aber leider vom Entwickler dementiert. Also die haben eher gesagt, das lag daran, Final Fantasy deswegen, weil sonst der Hauptentwickler gesagt hätte, er geht wieder zurück an die Universität und lässt das nur eine Fantasie sein, sein Entwicklungsgame, und konzentriert sich voll auf sein Studium. Man kann sagen, dass das was geworden ist. Wie gesagt, ich habe es oben schon erwähnt gehabt, ganz am Anfang 180 Millionen Einheiten verkauft bis 2023. Ist heftig. Man sagt ja manchmal, Final Fantasy kürzt man auch mit FF ab. Ne? Und die Alliteration wurde von dem Entwickler gewählt, weil das im Japanischen wohlklingend sei. Ja, ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren abholen. Ob das wirklich wohltuend klingt oder ob ihr sagt, nö, klingt halt ganz normal. Er wollte eigentlich nicht Final Fantasy draus machen, sondern Fighting Fantasy. Leider ging das nicht, weil zur damaligen Zeit oder sogar noch ein paar Jahre vorher schon ein relativ erfolgreiches Brettspiel auf den Markt gekommen ist. Da wären wir dann wieder in der Copyright-Abteilung gewesen. Das Plagiatsvorwürfe hätte es da gegeben und deswegen mussten die sich dann für Final Fantasy entscheiden. Klingt für mich stimmiger als Fighting Fantasy. Ich meine, es wird viel gekämpft, aber ist jetzt kein Boxspiel oder irgendwas. Ja, man könnte sagen, Square hatte damit den Nerv der Zeit damals getroffen. Denn in kürzester Zeit hatte man über 400.000 verkaufte Einheiten in Japan. Und das Game etablierte sich als erfolgreichste Rollenspielserie Japans. Ja, ziemlich krass. Was mich auch zu meinen Games führt, Leute. Ich habe die erworben auf eBay. Relativ günstig, kann ich sagen. Für 170, 180, 160 Euro, so um den Dreh. Hab alle drei Games quasi erhalten. Und deswegen würde ich mit meinem ersten, ältesten Spiel anfangen. Und zwar ist es von 1987 auf der Famicom-Konsole. Und zwar Final Fantasy 1. Ist auch direkt aus Japan. Ist jetzt keine USA-Version oder so. Relativ nice gemacht. Auch diese Malereien vorne. Ist auf den ersten drei Final Fantasy Teilen immer so, dass es gemalt wurde. Habe ich mir extra in so eine kleine Box gepackt. Ja, Leute. Der erste Teil erschien am 18. Dezember 1987 und in den USA dann am 12. Juni 1990. Das verkaufte sich über 600.000 Mal. Schon krass. Hier oben steht dann halt nur Final Fantasy drauf. Die Seiten sind auch relativ normal noch bedruckt. Die Version gab es in Europa noch. Wurde dann für die PlayStation 1 released. Und quasi als Teil der Final Fantasy Origins Serie, wenn euch das was sagt. Die Neuauflage zusammen mit Teil 2, ebenfalls mit inhaltlichen Änderungen, gibt es sowohl für den Wonderswan Color, nur in Japan, aber auch für den Game Boy Advance. Das ist die Version, die dann quasi in Europa erschienen ist. Ja, das Bild ist dasselbe. Und hinten halt Final Fantasy. Und hinten Final Fantasy 1 und die 2 zusammen. Für die PlayStation 1. Hier nochmal so ein bisschen die Bilder so verglichen. Man sieht, dass die
Zeichnungen dieselben sind. Ja, allerdings schon von Squaresoft und von Square, wie es unten im Eingang schon erwähnt hatte. Ja, das war mein ältestes Game. Quasi 2 Jahre älter als ich, das Spiel. Das ist schon relativ heftig. 2010 war die letzte Veröffentlichung von Final Fantasy I für das iPhone. Ja, auch interessant. Mein zweitältestes Spiel ist dann quasi der Nachfolger. Und zwar Final Fantasy II von 1988 wurde wieder für den Wonderswan Color in Japan hergestellt und für den Game Boy Advance. Mache ich das mal so, dass das nie blendet. Und nicht so einfach hier. Ja, Leute. Hinten drauf auch schön bemalt. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar irgendwelche Originalskizzen von bestimmten Künstlern sind. Sieht relativ nice aus. Seiten sind auch wieder relativ unspektakulär. Auch diesmal nie übersetzt, sondern original japanisch. Wurde auch wieder fürs iPhone rausgebracht, für den Game Boy Advance und für die PlayStation Portable. Mein drittältestes Spiel, ihr könnt es euch vorstellen, ist Final Fantasy 3 von 1990. Wurde in Japan am 27. April 1990 für den Nintendo Famicom entwickelt. Hinten drauf wieder eine schöne Skizze. Hier auch wieder am 24. März 2011 ist das Spiel für das iPhone und das iPad erschienen. Ja, finde ich richtig nice, die Version. Am 27. Mai 2014 wurde noch eine PC-Version veröffentlicht von Final Fantasy 3. Die kann man jetzt über Steam herunterladen. Final Fantasy, für mich einfach eine sehr emotionale Verbindung, weil das erste Game war, so die Final Fantasy 8, 9, 7 waren so die ersten Teile, wo wir angefangen auf der PlayStation 1, abseits von Diablo, dass wir gesagt haben, cool, jetzt haben wir mal ein richtiges Rollenspiel, wo man sich so ein bisschen drin verlieren kann. Hatte eine schöne Welt, war sehr fantasievoll gewesen, vor allen Dingen dann der erste Teil oder der siebte, achte, wo das dann mit den Bestias losging. Ich weiß noch, dass unsere Controller von der PlayStation etwas abgenutzt aussahen, weil um diese große Hauptattacke von den Bestien zu machen, mussten wir mal ganz, ganz schnell, ich glaube Dreieck war es, drücken. Und ja, dementsprechend sah die Dreieck-Taste dann immer auch aus. Also wir haben da wirklich drauf gehämmert auf die Tasten. Da ist der ein oder andere Controller, hat er noch sehr gelitten unten drunter. Ja, die Famicom Games leider noch nicht gegradet. Ich habe bis jetzt noch keine Firma gefunden. Ich glaube, CGC macht das. Graded Famicom Games. Hab jetzt gesehen, dass VGA Super Famicom gradet. Aber halt nie die Vorgängerversion. Ja, und ich warte jetzt einfach drauf, dass VGA oder Wata so ein Stück weit nachziehen und sagen, jo, schick uns deine Famicom-Games, dann gehen die auf jeden Fall auch noch raus zur Bewertung. Sind auch unbeschadet, soweit wie ich es gesehen habe. An der Seite war so ein kleiner Defekt gewesen bei der 1. Aber, ja, ist halt immer so. Also ich meine, wenn ich mir angucke, dass die Games, das erste vor allem, und die ersten beiden älter sind als ich. Ich habe ja nur mittlerweile auch schon den ein oder anderen Kratzer erlitten. Also man könnte behaupten, dass die Spiele besser aussehen als ich oder sie sich besser gehalten haben als ich. Ja, Leute. Am Ende würde ich gern noch jemanden nominieren, der uns seine drei ältesten Spiele vorstellt. Vielleicht mal eine kurze Geschichte dazu, warum hat er die Spiele
Was bedeuten die Spiele? Wie alt sind sie? Vielleicht eine kleine Hintergrundinformation dazu wäre ganz cool. Nominieren würde ich gern Koal. Wer ihn nicht kennt, guckt gerne mal auf seiner Seite vorbei. Er macht allerhand Gaming-Stuff. Gecredited Games, Bigboxen, CIB, schickt selber ein zu Vata, VGA, zu Pixel. Werft er gerne mal einen Blick und ein Abo mit drauf. Ja, Koal, mein Lieber, das geht an dich. Zeig uns gern deine drei ältesten Spiele. Und sag uns, wo du sie her hast, wie alt sie sind, vielleicht eine kleine Story dazu, warum hast du die Games, was liegt dir an den Games besonders am Herzen. Ich lasse dir da freie Auswahl und nominiere gern dann vielleicht den nächsten Kandidaten. Gucken wir mal, wie weit das Ganze geht. Danke dir. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Soweit, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe oder ihr sagt, nee, das stimmt, nee, muss ich da nochmal genau informieren. Droppt mir es gerne in die Kommentare rein. Ich bin da prinzipiell für Kritik offen. Ich verlinke euch außerdem nochmal den Kanal von Koal unten drunter. Wenn ihr ihn schon kennen solltet, könnt ihr ja mal Bescheid sagen, dass er hier nominiert wurde. Zeitlimit gibt's keins. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein!